So, ich habe hier ein Dreieck mit den Winkeln Alpha, Beta und Gamma und ich kann die zerreißen. Ich habe hier einen Winkel und noch einen Winkel und so. Jetzt brauche ich nicht mehr. Also jetzt sind die Winkel da und wenn ich die Winkel jetzt anders anordne, Alpha, Beta und Gamma geben die zusammen 180 Grad. Und das ist die Winkelsumme im Dreieck.